Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Doppelbrüchen an. In diesem Fall ein Anwendungsbeispiel nur mit Variablen x, y und z. Doppelbruch, oben steht kein Bruch, oben steht nur ein x alleine, geteilt durch y durch z. Wir wissen, so wie bei den anderen Beispielen vorher, ist es sinnvoll, wenn wir haben Bruch geteilt durch Bruch, dann können wir schön die Regel für die Doppelbrüche verwenden. Das heißt, aus dem x muss ein Bruch werden. Das kennen wir schon von den Zahlen. Wir haben ja bei den Zahlen schon gesagt, aus jeder Zahl kann ich einen Bruch machen, indem ich Eintel schreibe. Die Zahl 7 ist als Bruch dargestellt, 7 Eintel. Die Zahl 2 als Bruch dargestellt ist 2 Eintel. Die Variable x als Bruch dargestellt ist x Eintel. Das heißt, wir machen aus der Variable x den Bruch x Eintel und können somit gut und wunderbar rechnen. Beginnen wir. Das heißt, wir schreiben einmal um, haben oben den Bruch x Eintel und haben unten den Bruch y geteilt durch z. Kein Problem mehr. Außen mal außen geteilt durch innen mal innen. Produkt der Außenglieder geteilt durch Produkt der Innenglieder ist weiter gleich. Außen mal außen, außen steht jetzt das x und das z. Das heißt, wir haben x mal z und innen mal innen, hier steht 1 mal y, 1 mal y. Wir erkennen hier selbstverständlich, hier können wir nichts mehr kürzen. Das heißt, wir können hier schon das Endergebnis anschreiben. Oben haben wir x mal z und unten haben wir aus 1 mal y machen wir y. Das heißt, das Ergebnis von diesem Doppelbruch ist x mal z geteilt durch y. Fertig. Ganz einfach aufgelöst, indem wir hier einen Bruch kreiert haben oben. Wenn du das nicht möchtest, dann arbeitest du wieder ohne Doppelbruch und sagst, ich habe hier x geteilt durch y durch z, anders angeschrieben. Jetzt haben wir gesagt, musst du auch wieder aus dem x einen Bruch machen. Habe ich vorher schon erklärt, wie es geht. Das heißt, wir können schreiben x Eintel geteilt durch y durch z. Okay? Zwei Brüche werden dividiert, indem wir mit dem Kehrwert multiplizieren. Also, x Eintel bleibt stehen. Aus dem Divisionszeichen wird das Malzeichen und wir vertauschen Zähler und Nenner. Das heißt, aus y durch z wird z durch y geschrieben. Ist weiter gleich und wir sind schon fertig. Oben steht x mal z und unten steht y. Aus 1 mal y wird y. Das gleiche Ergebnis wie vorhin, nur mit einem anderen Rechengang überlegt, ohne Doppelbruch. Ich würde sagen, nicht schwer, der Knackpunkt liegt hier, aus dem x einen Bruch machen, dann geht das Ganze ganz einfach und unkompliziert zu lösen. Alles klar?